Es geht heute um Rodial Foundation. Ich habe mir diese Foundation gekauft, weil mich so einige YouTuber angefixt haben, wie Dwayne Goss und DJ Schmidt. Ich möchte euch den Auftrag zeigen, was ich davon halte, und ich werde ganz am Anfang aber mit dem Swatch anfangen. Ich habe das jetzt momentan drauf, das ist jetzt locker 3 Stunden. Oder sogar länger als 3 Stunden. Ich wollte das so aufbauen, dass ihr das Ergebnis schon zu sehen bekommt, Freunde. Bitte meine Augenschminke, wenn es jemanden interessiert, einfach mal da drüben schauen. Da habe ich auch noch ein Video. Ihr seht jetzt gleich die Swatch Party. Ich habe da so einige Drogerieprodukte genommen und so ein paar High-End Foundation. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Wenn es euch weiterhilft, bitte hinterlasst ein Däumchen. Würde mich wirklich freuen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlässt und liebe Kommentare. Jetzt geht's mit dem blanken Gesicht weiter. Nicht erschrecken, Freunde. Ich habe mir das überlegt, erst zu erzählen, warum ich es gekauft habe. Rodial ist ein ganz unbekanntes Produkt in Deutschland. Auch überhaupt, also es hat Dwayne Goss gezeigt. Ich habe es wegen Hatice Schmidt gekauft. Es hat mir so gut gefallen bei ihr. Sie hat auch, glaube ich, ach, das gibt's doch nicht. Wir haben die gleiche Nummer gekauft. Ich habe gedacht, ich habe die hellste Nummer getippt. Ich füge euch auch mal den Online-Shop, wo ich gekauft habe. Ich habe eigentlich 01 getippt und ich habe 10 bekommen. Diamond Foundation. Sie hat, glaube ich, auch die 10 gehabt. Jetzt geht's mal mit Swatch weiter, dass ihr wisst. Ich mache das ganz weit vorne am Kinn und es dunkelt so richtig runter. Es hat auch einen leichten Aprikosenstich, was ich nicht mag. Also ich bin eigentlich neutraler Typ. So, jetzt geht's weiter mit MAC Pro Longwear NC20. Das liebe ich auch bei Videos. Das hat einen sehr gelbstichen Touch. Ich hoffe, man kann auch was von dem Swatch sehen. Ich sehe es sehr deutlich, dass es gelber ist. Ihr müsst auch immer bedenken, hier sind ganz viele Lichter. Es verfälscht auch viel. Jetzt geht es weiter mit Double Wear. Da habe ich die Farbe Desert Beige. Benutze ich sehr selten, weil diese Foundation, also ich meine Double Wear Estée Lauder, diese Foundation braucht man im Alltag nicht. Wenn du zum Beispiel sehr viel Events besuchst oder was weiß ich, also große Veranstaltungen, kann man es gut benutzen. Jetzt geht's mit Drogerie weiter. Ich habe noch Can't Stop Won't Stop von NYX. Den mag ich sehr, sehr gern. Ich habe die Farbe Buff. Bei dieser Kappe muss man Acht geben, dass man nicht voll gespritzt wird. Ich mach mal hier. Das ist jetzt dunkler geworden, viel, viel dunkler. Warte jetzt mal, vielleicht können wir ein bisschen am Licht arbeiten. Bringt nicht viel. Warte, vielleicht so. Doch, so sieht es besser aus. Rodial trocknet wirklich stark, stark runter. Ich komme auch, wenn ich jetzt die Swatch fertig habe, auch ein bisschen näher, dass ihr mehr seht. Dann habe ich Perfect Match. Welche Farbe bist du denn? Ha, da oben. Line oder Lin 15N. Das ist eine sehr, sehr helle Foundation. Also ich schmiere so viel drauf, so viel schmiere ich mir grundsätzlich nicht. Die benutze ich sehr gern im Winter. Man sieht deutlich. Also am liebsten habe ich wirklich NC20 von MAC. Und dann habe ich noch eins. Das müsste jetzt reichen, dass ihr die Farben vergleicht. Vom Farbschema. Es ist mir zu aprikosenstichig, das sieht sehr. Dann kommt, das geht schon Richtung Rodial. Das ist jetzt die Nummer
Ivory 10 Maybelline. Das ist die neue 24 Stay Matte. Man sieht es leider an der Kappe nicht. Und die Farbe sieht sehr ähnlich wie diese Rodeille aus. Den machen wir hier. Aber das hat auch so einen Aprikosenstich. Ich hasse es in der Drogerie. Die sind rosa oder Aprikose oder zu grau. Mag ich überhaupt nicht. Buff mag ich sehr gern. Das ist mir zu hell. Das dunkelt auch fast gar nicht durch. Und da sieht sie Rodei. Ich wollte doch näher kommen. Perfect Match ist gleich nebendran. Haben wir Stay. Dann hier müsste, was? Da müsste das sein. Schaut bitte nicht auf die Verpackungen. Dann mein Liebling hier. Ja, über die Kamera gefällt es mir sogar. Wenn es nicht so arg abdunkeln würde. Also das ist schon richtig dunkel. Ja, und NYX Buff ist einer der sehr gelbstichigen. Ich mag das im Video sehr gern, auch im Alltag. Ihr habt jetzt die ganzen Foundation gesehen. Ihr seht auch einen deutlichen Farbunterschied. Und ich mixe grundsätzlich, also es gibt selten eine Foundation, die ich pur auftrage. Das wäre, wenn ich selten eine Foundation auftrage, ohne groß was zu machen, wäre das. Das ist einer meiner Topseller in meiner Make-up-Kollektion. Ich schmink mich schnell ab und dann geht's mit dem Auftrag weiter. Ich habe mir so einige Primer ausgesucht. Aber die letzten fünf Aufträge habe ich es nur mit einem Primer genutzt. Und das war dieser Primer von Catrice. Und ich mag den auch richtig gern und ich werde den auch wieder benutzen. Wir machen das so, dass ich eine Seite mit dem Primer nutze und die andere Seite blank lasse. Ich nehme da jetzt ein bisschen was raus und trage mir das. Das ist schon viel zu viel. Na gut. Die Grenzen überschreiten wir auch ein bisschen. So genau nehme ich das nicht. Ich habe es die ganze Zeit mit einem Pinsel genutzt. Und ich werde auch es mit einem Pinsel nutzen. Ich nehme nur einen Pump und das ist sogar viel. Ich tue immer meinen Real Technique Foundation Pinsel benutzen. Damit habe ich auch die besten Erfahrungen. Zum Schluss gehe ich mit einem Schwamm rüber. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich tippe jetzt schnell und wir machen das. Oh, pff, das ist viel zu viel. Ich gehe schon gleich mal darüber auch, weil ich sehe das schon. Ihr seht ja, was das für ein Deckkraft hat, Freunde. Es ist ein sehr, sehr trockener Auftrag. Also ich bin es gewöhnt, dass ich ein bisschen mehr Gleitfähigkeit habe. Und es gleitet natürlich auf der Seite, wo der Primer ist, sehr gut durch. Ja. Aber wo nicht der Primer ist, gleitet es nicht durch. So gut, sagen wir mal so. So. Und ich habe einen sehr deutlichen Abstand zu meinem Spiegel. Ich mache das meiste jetzt über die Kamera. Die Feinarbeit, Feintuning werde ich mir mit dem Schwamm machen. Und ich werde auch ein bisschen noch näher kommen mit der Kamera. Ja? So, jetzt gehe ich mit meinem Schwamm durch. Ich habe so viele Schwämme. Ich weiß gar nicht, welchen ich nehmen soll. Ich habe mir jetzt den günstigsten, glaube ich, ausgesucht. Den gibt es auch überall. Das ist bei DM ein heißes Gerät, möchte ich sagen. So sieht's aus. Ich weiß wirklich nicht, ob das gut verblendet ist. Ich nehme jetzt meinen Spiegel. Gut, das hat die überall in ihren Produkten Spiegel reintut. Mit dem Schwamm finde ich, Verblenden und das schöne Feintuning ist wirklich gegeben. Aber ich benutze
ein Schwamm sehr, sehr selten. Also zum Auftragen überhaupt nicht. Das kann ich überhaupt, ich kann das gar nicht. Ich bin ein Pinselgirl. Mir gefällt's gut, aber man sieht, es ist nicht komplett totmatt. Ich sehe noch ein bisschen Haut, ich habe noch leichte Rötungen, die sieht man. Und da oben die Augenlider, das mache ich alles mit dem Concealer weg. Nicht weg, ich kaschiere es nur weg. Freunde, zum Fazit, ich werde mich jetzt nicht fertig schminken. Ihr seht mich jetzt blank für 5 Minuten noch so, wie ich alles erzähle. Mein Fazit ist, super Produkt. Es ist für mich so eine Zwischensache, wie soll ich das sagen, eine Double Wear. Ja, und ja, das, wirklich das. Also ich mag NYX Can't Stop sehr gern. Es ist mattiert, aber nicht zu mattiert. Es lebt noch, weil wenn du das trägst, also die Double Wear, da ist gar keine Leben mehr drinnen. Es ist ein schönes Finish. Die Haut glänzt noch durch. Jetzt kommen wir mal zum, braucht man es? Klar braucht man es, wenn man sich dafür interessiert. Eindeutig. Sonst hätte ich sie nicht gekauft. Ich bin ein Foundation Freak und ich habe sehr viele Foundation und ich teste auch liebend gern und ich habe auch eine schwierige, ölige Haut, die das nicht behält. Also es fließt auch vieles weg. Im Alltag, meine letzten 5 Aufträge, ich habe es getragen und ich war semi-matt begeistert, semi-begeistert, weil ich habe viel zu viel erwartet von dem Produkt. Es ist ein solides Produkt, aber es muss nicht gekauft werden. Also es gibt so schöne Drogerie-Foundation, die funktionieren. Dann gibt es auch ein bisschen höherklassige, jetzt habe ich überall schön Dreck. Oder auch L'Oreal ist sehr toll. Oder zum Beispiel mein Yves Saint Laurent gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber zum Fazit, ich bin nicht enttäuscht. Ich werde es aufbrauchen, ich werde es tragen. Aber so einen gravierenden lebensveränderten Veränderung habe ich nicht. Es löst sich auch nach 8 Stunden. Es trägt sich auch ab. Also es bleibt nicht permanent dran. Mein Ölglanz kommt raus. Wenn das jetzt eine Foundation wäre, die vielleicht 10 Euro kostet, dann wäre natürlich meine Reaktion anders. Ihr müsst ja die Relevanz sehen zwischen Drogerie und High-End-Produkt. Also es war ja ein Produkt über 50 Euro. Und würde ich es wieder kaufen? Nein. Würde ich nicht nochmal kaufen. So sieht's aus. Ihr könnt sehr gerne eure Meinung dazu äußern, ob euch die Information weiterhilft. Wie gesagt, ich habe auch einen Vergleich gestellt. Und wenn ihr eine andere Meinung habt, würde es mich auch liebend gern interessieren, Freunde. Wir können gerne darüber reden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch wunderschöne Tage. Ich hoffe, ihr schaut meine Videos durch. Würde mich wirklich riesig freuen. Und ich sage einfach mal Tschüss.